Bidi, 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 bidi. Oh. Bidi, 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 bidi. Ja, Freunde der Hannelungen Unterhaltung, herzlich willkommen. Willkommen. Irgendwie sowas in der Richtung. Arena. In der Arena, sowas war das. Ja. Mit Piet und Alex. Ich kann die Matrix noch nicht lesen. Ja, du bist halt noch nicht bereit für die Arcade. Und ich bin noch nicht bereit für die Arcade. Mein Gott, mehr Anspielungen werden es vielleicht noch werden, vielleicht aber auch nicht. Wir sind gespannt. Ich muss jetzt diese Elektro. Also, Void, ihr seht, wir haben jede Menge Spaß schon vor dem Spiel. Heidelberg Studios, die sind ja, jetzt schon seit einiger Zeit in Asmodee aufgegangen und sind ein eigenes Designstudio. Und das ist eines mit ihrer ersten Veröffentlichung aus diesem Heidelberg-Studio heraus. Und der gute Amazon Masucci hat sich hier nochmal, wir haben schon gemunkelt, an eine Weiterentwicklung, Neuauflage von Volt herangemacht. Ja. Und das Ganze ist extrem fix gespielt. Auf der Verpackung steht 30 Minuten. Und jetzt... Ja, was haben wir? Ihr habt Angst, nee, dass es länger dauert? Ich habe meine Schaltkreise nicht mitberechnet. Oh, wir haben Piet's Schaltkreise nicht mitberechnet, denn es ist ein Planungsspiel. Wir haben hier so ein bisschen Hidden Movement Planung, werdet ihr gleich sehen, mit Würfeln, die man nicht würfelt. Also programmieren wir hier fleißig unsere Kampfroboter, wie man hier ja schon sieht. Bolt ist ein Arena-Kampfspiel. Jeder von uns kontrolliert seinen eigenen Kampfroboter. Also wir sind nicht die Roboter, wir kontrollieren die Roboter. Ja, und das Ganze kann man dann in 2 bis 4 Spielermodus spielen. Man könnte, wenn man jetzt nicht zu viert spielt, auch noch so einen Killbot, so einen AI-gesteuerten Bot hier verwenden. Den lassen wir raus. Nur Piet und ich werden uns hier auf die Mütze geben. One on one. Und ich habe ja immer schon gerne Roborally gespielt. Das spielt es immer noch gerne. Und ich muss gestehen, ja auch so Programmierung. Arena ist ja immer noch so ein Ding. Wir schauen uns mal an, ob du mir da... davon rennst. Ich habe es nämlich noch nicht gespielt. Die größten Berührungspunkte mit Programmierspielen habe ich wirklich bei Mac vs. Minion gehabt. Da spielen wir ja kooperativ. Das hat mir allerdings sehr gut gefallen. Hier geht es gegeneinander. Wir können euch ja schon mal ganz kurz die Arena des Grauens zeigen. Und nämlich ganz schön das... Ich werde das mal hier zur Seite packen, dass uns das nicht entgegenfliegt. Ganz schön hier nämlich schon mal zu sehen. Das ist in der Schachtel aufgebaut. So dreidimensional, man hat hier solche Türme an der Seite, seht ihr auch gleich, die haben auch eine kleine Funktion. Ah, haben sie schon mal, ich weiß nicht, ob wir das hier vielleicht sehen, ja, hier kann man es sehen, zwar nicht ganz scharf, aber da ist so eine Reihenfolge, nämlich wie unsere Würfel bei sozusagen Tiebreaker-Mechanismen. Die ist aber hier auf drauf. Jeder Seite, hier ist sie ist auch. Auf jeder Seite, und neben natürlich cooler Werbung. Und das Coole ist, es gibt Miniaturen. Und 4 unterschiedliche Spielfelder. Wir fangen jetzt mit Spielfeld A an. Das ist halt, darunter ist noch ein Spielfeld und die sind doppelseitig bedruckt. Da hat man dann auf jeden Fall noch ein bisschen Variation. Mhm. Ja, hat ja auch damit zu tun, weil es gibt ja auch so ein Championship. Und für jedes Brett gibt es einen extra Ausrüstungsgegenstand, den man immer tragen muss, wenn man Champion von dieser Arena ist. Das habe ich schon gelesen. Aber wir spielen jetzt nur ein normales, in Anführungszeichen, Spiel. Es gibt so ein Einführungsspiel. Ja? Da werden wir ohne großes Equipment spielen und 3 Siegpunkte reichen, um zu gewinnen. Und wir machen jetzt so eine Variation, damit das Ganze, es ist ja eh schnell gespielt, aber damit das Ganze noch ein bisschen knackiger wird, spielen wir auch nur bis 3 Siegpunkte. Wie man die erreicht, werdet ihr gleich sehen. Und wir spielen aber natürlich mit voll ausgerüsteten Robotern. Und da können wir vielleicht mal auf meinen Roboter oder auf mein, sagen wir mal so, Kontrollzentrum schalten. Jeder Spieler hat eines von diesen Programmierbrettern hier vor sich liegen. Und da gibt es 3 Programmiereinheiten, 1, 2 und 3. Wir haben 4 Würfel und die werden wir jetzt hier gleich hin positionieren. Ich zeige euch erstmal hier noch ganz kurz den Schirm. Da sind auch die Charaktere abgebildet, die es im Spiel gibt. Ganze 4, da freut man sich gefühlt ja auch schon auf Erweiterung. Und hier ist auch mal meine Miniatur. Das ist also der riesige Typ hier, der so ein bisschen Asia-Style-Kampfroboter-Samurai-mäßig aussieht. Piet wiederum wird den Hund spielen. Soll ich den hier mal kurz zeigen, Piet? Ja, das ist hier dieser kleine süße... Der gefühlt Raketenwerfer. Ja, der hat entsprechend, der hat hier 4 Kanonen drauf, deswegen trifft mein Upgrade sich eigentlich ganz gut. Wollen wir ihn zerfleischen oder vielleicht lässt er mich auch nur Stöckchen holen, man weiß es nicht.
Und jetzt sieht man schon ganz schön bei Pete, über der ja, Kontrollleiste mit den drei Feldern ist ja der Roboter mit einmal rechts, da haben wir die Schadensanzeige, da wird die, Schaden abgelegt. Da gibt es dann hier so Token, die man einfach auflegt. Ja. Hat man drei von diesen Schadenstoken, ist also dreimal getroffen worden. Ja. Die Siegpunkte, die man gerne sammeln will, wo man drei hat, gewinnt man. Dann seht ihr hier in der Mitte ist die, der Tiebreaker, wann man denn dran ist. Das heißt, wir beide, normalerweise werden, entscheiden die Würfel, wann man dran ist. Ja. Wenn wir dieselbe Zahl legen, entscheidet die Zahl und da gewinnt die niedrige Zahl, fängt zuerst an. Und hier drüber seht ihr den Roboter selbst und die beiden Upgrades. Es gibt eigentlich drei verschiedene. Es gibt nämlich noch Taktikkarten, die sind gelb, ja, die könnte man da auch anlegen. Und man kann zwei jeweils ausrüsten und man kann, wenn man mehrere hätte, könnte man die auch wechseln in der Runde. Also am Anfang der Runde und dementsprechend sich vorbereiten auf die Gegner, die kommen. Ich erkläre das kurz noch schon mal, was ich hier habe. Ich kann, also mein Hund ist sehr mobil, wie es so für Tiere sich so gehört. Und wenn ich einen roten Würfel auf einen blauen Pfeil lege, kann ich ihn auch als Bewegung benutzen. Und wenn ich eine 1 bis 3 als Schuss benutze, dann schieße ich in alle vier Richtungen. Das ist jetzt mit einem Gegner nicht so spannend, aber so ist es halt. Ja, und Peter hat es schon angedeutet, die Würfel, die Farben, die stehen nämlich, blaue Würfel stehen für Bewegung und die darf man dann in den entsprechenden Feldern platzieren. Ihr seht schon, wir können uns nicht diagonal bewegen, wir können aber diagonal schießen. Rot darf also überall, erkennt man hier auch, hier ist so ein roter Laserschuss, ja. Und ja, meine Ausrüstung hier oben, ich habe ein Schild, ich kann zwei zusätzliche Schaden einfangen, ja, die werde ich dann aufs Schild legen können. Und dann habe ich noch so einen Schockpuls. Wenn ich mich nämlich 4 bis 6 Felder weit bewege, mich dazu entscheide, dann strahle ich noch so einen Schockpuls aus und mache angrenzend einen Schaden. Also ich versuche letztendlich nahe an Pete ranzukommen. Ja, wie jeder andere auch. Erstmal wegzurennen und ihm dann den Herzriss seines Lebens zu geben. Und ich sage nur Laser. Laser. Ja, ja, prinzipiell ist es wirklich eine einfache Sache. Wir werden gleich in Echtzeit hier loslegen. Wie gesagt, die Würfel werden nicht gerollt. Man platziert sich, die habt ihr schon gesehen. Wir haben 4 Würfel, 3 Felder sind es nur. Also ein Würfel bleibt immer übrig. Man kann sich also zweimal bewegen und einmal schießen oder ein oder zweimal schießen und sich einmal bewegen und Ausrüstungsgegenstände machen dann bestimmte Sachen. Das steht halt immer drauf, ist halt Würfeln und Zahlen zugeordnet. Ansonsten beim Bewegen, die Würfelzahl, die Augenzahl gibt an, wie weit man sich bewegt, 1 bis 6. Beim roten Würfel, beim Schießen ist das total egal, außer es ist irgendwie wichtig für, für ein Upgrade. Ansonsten ist eine rote 1 oder eine rote 6 genau das gleiche, denn unser Laser, der feuert einfach in die Unendlichkeit, der feuert über das ganze Feld. Allerdings feuert er nicht durch Roboter oder durch Wände. Also Wände haben wir aber diesmal nicht, ja, bei dieser Karte nicht. Aber wenn wir also einen treffen und wir nicht spezielle Upgrades haben, dann bringt der Laser nicht durch dieses Ding. Und noch viel weiter. Aber ich glaube, du kriegst zwei Schadenstoken schon mal auf das Schild und die kannst du dann abbauen. Oder? Nein, ich kann bis zu zwei. Ja, okay. Pete wollte mir jetzt schon zwei Schaden. Dass du die runternehmen musst. Ja, dass ich den Schaden runternehmen muss, den ich auf magische Weise halten habe. Netter Versuch, Pete. Netter Versuch. Ach, hallo, ich habe dir schon mal ins Bein gebissen. Du bist der Postbote. Und was ihr eben ja auch gesehen habt, der Pete hat sich Plättchen Nummer 1 gekrallt gehabt. Deswegen wird er jetzt als erstes seinen Roboter platzieren. Und das passiert hier in dieser Roboter-Einsitzleiste. Das ist also, hier ist Pete's Seite. Hier ist meine Seite und du darfst ihn jetzt mal einsetzen. Wir gehen noch zurück, dachte ich. Wenn wir loslegen. Wenn wir programmieren. Ja, ne? Genau. Also ich lege erstmal, Runde sagt, es gibt hier so eine schöne Übersicht, ja, eine ganz kleine, die sagt, ich lege erstmal einen Siegpunkt aufs Feld. Das heißt, wir ziehen hier einen aus diesem Tableau. Aus diesem Beutel, genau. Beutel sei schon. Drehen ihn um und gucken, wo er ist. Das ist die 1. Das kannst du auch den Siegpunkt, darfst du ruhig zeigen. Ja, sehr schön. Ja. Wenn drei schon drauflegen würden, würden wir das nicht tun. Also erst erstmal einer. Dann werden alle Schadenstoken von zerstörten Robotern genommen. Haben wir nicht. Dann könnte man jetzt die Module nochmal umbauen. Und alle Roboter würden rebooten und würden jetzt ins Feld laufen.
Und ich mache das mal einmal. Wir haben hier so diese Startfelder. Auf eins dieser Felder müssen wir starten. Ich nehme mal das hier. Du nimmst mal das. Und weil wir immer gefragt werden, was uns natürlich auch freut und Board Game Geek freut, diese kleinen zusammenbaubaren Trays, wo man Token und Ähnliches reinmachen kann, die sind vom Board Game Geek, die sind über den Store dort erhältlich, den Board Game Geek Store. Einfach mal drauf gucken. Wir können eigentlich nur empfehlen, aber das ist natürlich noch ein bisschen hin, wenn man die Board Game Geek Leute zum Beispiel in Essen auf der Spiel trifft, die da ja mit ihrem Stand sind, dann haben sie die Sachen dabei, dann spart man sich ein bisschen Shipping. Ich weiß nicht genau, was das Shipping kostet, vielleicht kann man sich auch mit dem einen oder anderen zusammenschließen. Oder es gibt sicherlich noch den einen oder anderen Hersteller, der auch solche Systeme macht. Oder man bastelt sich einfach sowas. Danke dafür. Ja. Wo fangen Sie denn an? Ich fange einfach mal hier an. In gerader Linie zum Siegpunkt. Dann legen wir mal unsere Tokens hier. Das ist nämlich die zweite coole Sache, neben dem, dass die Informationen bereithalten, diese Tower, kann man ja diese Reihenfolgeplättchen oben ablegen und wenn es jetzt gleich losgeht, der Erste, der fertig geplant hat, greift sich einen seiner Wahl. Der muss sich nicht eins greifen. Manchmal möchte man ja nämlich nicht als Erstes bewegen oder schießen, sondern möchte, ja, mal hier ist ja so ein Spiel, man Geh in Pietz Kopf. Das ist wie bei Pokern. Ja. Also, ja? Ja, ich weiß nicht, ob es noch schlimmer ist als Poker. Achso, das ist noch schlimmer als Wie Pokern. Auch immer, was wir jetzt leider nicht haben, verdammt, das hätte man für dieses Spiel hätten wir... Jetzt ja, aber auf dem Raster spielen, bis er spielen stimmt. Nee, jetzt hätte man so ein Splitscreen zwischen unserer und deiner. Das habe ich vorher auch schon überlegt. Ja. Wir sind aber zu uncool, das machen wir jetzt nicht. Ja. Es tut uns leid. Verdammt. Ein bisschen Überraschung ist ein bisschen Überraschung. Aber ja, die können ja bei dir zugucken. Ich schalte einfach immer mal um. Ich gucke mal. Achso, weil du gucken willst, was ich gelegt habe. Nein. Schalte nein, mal gar um, nicht. Mal gucken, was Peter sagt. Also, bis 3, 2, 1 los oder irgendwie sowas. Control of the Year. Drehen muss ich mich nicht, ne? Nö. Nee, man läuft immer quasi zum Board hin. Also, das ist so ausgerichtet, ja. Jetzt ein bisschen. Aber wir kriegen das schon. Ausgerichtet, sagt er. Ja, und was wir noch gar nicht erwähnt haben, hier sind Löcher. Ja. Da möchte man nicht reinfallen, weil wenn man da reinfällt, dann war es das nämlich. Dann war es das. Dann war es das, sagt er einfach. Wo bin ich denn dann? Das wird schon schief gehen. Wir werden mal gucken, wie wir... Ach, du hast hier... Verdammt, ja, bitte mal noch machen. Dann legt man das wieder hier vorne hin. Dum. Ja, wir können ja mal gucken, hier auch da und da. Dann wird jetzt... Ich nehme meinen Schirm weg. Dann nimmt man seinen Schirmi hier weg. Piet kann deinen Schirm auch wegnehmen. Ich nehme meinen Schirm weg. Dann wird in erster Linie schon mal geguckt, ob man irgendwas Riegel Also der Punkt ist, ich habe geplant, dass mein Brett hier liegt übrigens. Ja? Nur mal so. Ja. Ist gut. Ach so hast du. Ah, okay. Also na dann. Mein Brett liegt sozusagen hier, liegt wo mein Brett ist. Okay, dann muss ich das nochmal ganz kurz, dann, ich habe mir fast auch sowas kurz gedacht, dass das da liegt. Das ist nämlich, jeder hat halt eine Seite an diesem Brett und deswegen dachte ich, das mal. Prinzipiell ist das wahrscheinlich. Weil mein Hund da startet, dachte ich. Ist das wahrscheinlich auch gar nicht so verkehrt. Okay. Ja, dann, genau. Piet, bei dir liegt alles richtig. Du hast einen blauen Würfel in ein blaues Feld gelegt, du hast einen roten Würfel gelegt, du hast einen blauen Würfel gelegt. Das ist regelkonform. Bei mir sieht es letztendlich ähnlich aus. Blau, rot, blau. Und dann wird angefangen mit der niedrigsten Zahl bei einem blauen Würfel. Ja. Und das ist nach Adam Riese die 5. Ja. Ja. Das heißt, ich bewege mich jetzt 5 Schritte. 1, 2, 3, 4, 5 und stehe dann vor dem Siegpunkt, Piet, und du wirst jetzt, dann warte mal, ich zeige euch das mal, dann nimmt man den einfach runter, dass man das aktiviert hat hier, und dann darf der Piet jetzt mit seiner 6er Bewegung, und jetzt fängt er schon an, sich zu verrechnen. 2, 4, 6, ja, ich habe mich verrechnet. Okay, du hast dich verrechnet. Okay, dann, genau, kannst du deinen Würfel auch nach unten schieben, da sind wir quasi durch. Dann geht's jetzt hier weiter. Ich schieße jetzt
Hier zeige ich euch das mal in die Richtung diagonal. Piu, piu, da steht keiner mehr. Ich habe irgendwie gehofft, dass Pete vielleicht dahin geht. Also ich habe ins Leere geschossen. Der kommt jetzt hier runter. Wie gesagt, die 6er Augenzahl hatte keine Auswirkungen. Ach ja, und was ich natürlich gemacht habe, nur der Vollständigkeit, als ich mich 5 bewegt habe, ist natürlich mein Schockpuls aktiviert worden. Bei 4 bis 5 hat der gute Schockpuls hier Schaden gemacht. Pete, was hast du denn da Schönes? Du schießt. Nee, ich schieße nicht. Ich habe Mobility auf dem blauen Feld. Das heißt, ich bewege mich nochmal um 2. Ah, du bewegst dich nochmal um 2. Das heißt also, mein Hund geht hier hin. Ah, dein Hund geht hier hin. Und es ist total egal, in welche Richtung der guckt oder so. Das hat beim Bewegen und beim Schießen nichts zu tun, sondern es geht wirklich um die Ausrichtung am Board. Das ist ein bisschen anders bei dem Killboard, aber bei uns ist es egal. Ich kann ihn letztendlich auch angucken. Das ändert nichts am Bewegen. Anders zum Beispiel als bei Mac vs. Minion. Pete, du hast deine zweite Aktion durch. Ja. Ich hatte auch... War ich überhaupt richtig? Ja, du hattest... Nee, was hattest denn du? Du hattest einen roten Würfel. Ja. Aber welche Zahl hattest denn du? 2. Du hättest zuerst schießen müssen übrigens. Ja, aber ich habe mich ja bewegt. Also ich habe mich zuerst bewegt, dann hast du geschossen. Schön. Ja, also da genau. Da muss man am Anfang immer noch ein bisschen lachen. Ich habe jetzt eine blaue 1. Was hat der Pete? Der Pete hat eine blaue 3. Ja, wer hätte das gedacht? Die blaue 1 ist natürlich und geht auch in die Richtung. Stehe ich jetzt hier? Deswegen, jetzt habe ich verrechnet. Ich wollte, hätte er eine 4 gebraucht, weil ich laufe nämlich 3 in diese Richtung. Du läufst 3 in die Richtung. Da ist dein 3er Würfel und Pete läuft 3 in die Richtung. Hätte ich mal 4 genommen? Hätte er 4 genommen, dann hätte er mich nämlich vom Board geschubst, weil er dahinter ist ein Loch. Er hat schon 2 Punkte. Dann hätte er schon 2 Punkte. Wunderbar. Also, wir sind alle durch mit unserer Planung an der Stelle und unserer Durchführung von unseren 3 Steps. Und jetzt schaut man einfach, auf welchem Feld man steht, Pete. Wollen wir mal gucken? Der gute Alex nämlich, der steht hier auf so einem Feld mit einem Siegpunkt. Das ist jetzt meiner. Was? Ja. Ich bin da so ein bisschen traurig. Ich habe jetzt also schon mal einen Siegpunkt, der darf hier hinkommen. Wir haben, es ist niemand gestorben. Also, leider. Ja, der Plan also, war ja eigentlich, dass ein Umfeld. Ja, genau. Naja, der Hund hat sich wieder verlaufen. Dann, Wuff. Genau, dann wird, werden unsere Tokens hier wieder hingelegt. Ach so. Du darfst mal einen neuen Siegpunkt verteilen. Geil wäre jetzt natürlich... Nee, du bist der Erste. Ah, ich mach mal hier. Ich schau mal, was es ist. Eine 4! Aha, okay. Hier hinter Pete ist jetzt ein Siegpunkt. Mhm. Dann heißt es hier wieder, die Sachen einsammeln. Ihr fragt euch vielleicht, wie bekommt man denn neue Upgrade-Cards? Das ist eine gute Frage. Wenn man in auf so einem Workshop steht, der so gelb gekennzeichnet ist, kann man entweder reparieren oder... Ja. Ist so ein Ding mehr. Oder wenn man getötet wird, entweder in ein Loch geworfen oder man kriegt 3 Schaden, das darf nicht selbst verschuldet sein, dann bekommt ja der Gegenspieler... Ich hab dich in ein Loch geworfen. Ja, dann bekommt der Gegenspieler ja einen Siegpunkt und man selber darf sich dafür einen Ausrüstungsgegenstand noch so. Also die 2 Möglichkeiten. Gut, wir sind jetzt gegeneinander positioniert. Hinter mir ist ein Loch, was ist irgendwie doof ist. Das heißt also, ich möchte eigentlich mich ganz schnell bewegen gefühlt, bevor Pete irgendwie da was Komisches macht. Wann also, geht's denn los? 3, 2, 1. Okay. Und wir schalten mal hier auf Pete und mal gucken, was der Pete so treibt. Achso, wir sind jetzt, genau, ich muss mir immer noch merken. Ich muss ja einen nach da. Einen nach da. Mach mal so. Oh, was, Pete? Du bist schon fertig? Ja. Na, natürlich. Oh, nee. Natürlich! Ist das ein... Ich wusste, was ich schon tue. Ich wusste schon vorher, was ich tue. Ich hätte auch schon hinlegen können. Du wusstest schon vorher, was du tust. Ich hoffe, es funktioniert so. Dum-dum-dum. Oh, verdammt. Immerhin hast du jetzt alle Zeit der Welt. Ich habe alle Zeit der Welt. Dann können wir ja mal bei mir hier raufgehen. Und ich, dieses mit dem Denken jetzt, wie die Position ist, das macht mich so ein bisschen fertig, muss ich ganz ehrlich sagen. Das aber so schräg ist, oder? Ja, so ein bisschen gerade. Aber ey, wir kriegen das hin, sage ich immer. Wir schaffen das, Bob der Baumeister. Wir schaffen das. Also eigentlich war der Rest egal. Zack. So,
fertig. Pete ist fertig. Ich hab's wieder geschnallt. Ich schaff's wieder nicht. Ich nehme hier mal die 2 runter. Ja. Ich bin ja wieder der schlaue Mann von nebenan. Okay, Pete, dann lüften wir mal unseren Schirm. Ja. Du hast eine blaue 1 und ich habe auch eine blaue 1. Verdammte Axt. Deswegen brauchte ich die 1. Und deswegen brauchte Pete die 1. Pete hat da die 1 liegen. Das heißt, Pete wird mich als erstes wegschubsen. Ich schieb dich hier mal. Ich zeig euch das mal hier. Warte gut. Nam, 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 nam. Jetzt bin ich ins Loch gefallen und automatisch raus aus diesem Spiel. Aber ich kann nicht rechnen. Das ist super. Ich krieg einen Siegpunkt. Du kriegst einen Siegpunkt, okay. Ja. Und damit ist meine Programmierung hier auch erstmal total hinfällig, ne? Ja, schön, dass du Schaden absorbiert hast übrigens. Ja, das ist ein Instant-Ding. Das hat jetzt mit Schaden nichts zu tun. Ich weiß, deswegen meinte ich halt, schön, dass du Schaden absorbieren kannst. Wunderbar. Und ich darf jetzt aber gleich auch nochmal hier eine Karte ziehen. Und zwar nehme ich mir mal eine blaue Karte. Die kann ich euch auch mal zeigen. Was habe ich hier? Steering Nozzle, place this blue cube on non-blue key to move diagonal. Ah, du kannst diagonal. Ich kann diagonal jetzt laufen. Ja. Jetzt kann ich also auch diese Felder hier verwenden. Aber das Ganze müsste ich auch erstmal ausrüsten. Das liegt also jetzt hier erstmal in meinem Vorrat. Genau. Ich laufe noch weiter. Und wir zeigen mal, was der Pietchen hier noch macht. Pete kann nämlich nichts. Das ist richtig. Ja, weil ich laufe nämlich. Also ich schieße jetzt erstmal 2. Du schießt 2, zeig mal, in welche Richtung du schießt. In dem Fall würde ich in diese Richtung schießen und in alle 4 anderen, aber da ist ja nichts. Weil es egal ist, weil ich würde ja sonst, ich hätte jetzt überlegt, ich könnte auch 2 laufen, aber ich laufe jetzt ja eh noch 2 mit dem dritten Würfel, den man gerade kurz gesehen hat, und dann stehe ich genau vor dem Siegpunkt. Also du stehst vor dem Siegpunkt. Sehr schön, Pete. So schlau war ich dann noch. Hast du gut gemacht. Du bist ein tougher Hund. Was soll ich sagen an der Stelle? Aber du hast ja wenigstens schon einen Siegpunkt. Ja, du ja auch. Oh Wunder, oh Wunder. Oh Wunder, oh Wunder. Dann geht es jetzt wieder in die Phase wieder vor. Ein bisschen aufräumen, Sachen machen, Schaden runternehmen oder was. Bis jetzt haben wir uns noch nicht getroffen. Piet hat mich selber gemacht. Du darfst jetzt schon mal den zweiten. Wir legen den mal hier rauf jetzt. Und ich darf noch einen Siegpunkt legen. Du darfst noch einen Siegpunkt verteilen. Verteilen, sagen wir mal. Auf die 3. Auf die 3. Ja, das liegen jetzt also schon 2 Siegpunkte auf dem Feld. Ich darf jetzt mal überlegen, wo ich einsteigen möchte. Ich möchte mal hier einsteigen. Zack. Da steige ich mal ein. Einsteiger. Dann wird geplant, oder? Danke. Machen wir rein, oder? Hau mal rein. Wir gehen hier nochmal in die Ansicht. Diesmal darfst du 3, 2, 78. Achso, 3, 2, 1, los! Ich hätte mich jetzt umrüsten können, aber ich bleib mal so. Aber das Schild ist gar nicht so wichtig hier in meinem Falle. Wir gucken mal, was Pete hier. Der Pete ist nämlich noch am Planen. Oh, ich habe geredet und mir nichts genommen. Ich bin ja ein Typ, der Pete ist. Also ich kann euch sagen, Schnelligkeitsspiele mit Kamera umschalten ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Deswegen habe ich dir aber die 1 gelassen. Die 1 hast du mir gelassen. Du bist so ein lieber Typ. Ja. Du bist so ein lieber Typ. Du hast es erfasst. Dann, Pete, nimm doch mal deinen Schirm weg. Ja, mach ich. Stell den doch immer hier hin, dann wirft es ein bisschen Schatten. Entschuldigung, dass ich da nochmal reingreifen musste. Dann, Pete hat eine blaue 1. Und der gute Alex, der hat eine blaue 5. Also die blaue 1, die geht als erstes. Ich gehe hier runter. 1. Du bist 1 zurückgegangen. Warum bist du nicht 1 nach vorne gegangen, Pete? Das wissen wir nicht genau. Weil es ja erst am Ende zählt. Weil ich dachte, du kommst ja irgendwo rüber oder bleibst du irgendwo stehen. Ich gehe also mit meiner blauen 5, ich gehe also 5 Felder nach vorne. 1, 2, 3, 4, 5. Würde jetzt auch wieder so einen Puls ablassen. Ein Feld um mich herum. Ja. Da steht wieder keiner, leider. Und dann gucken wir mal, was der Pete bei sich da liegen hat. Der hat eine rote 1. Und ich habe auch eine rote 1. Beschießen wir uns beide. Und jetzt habe ich den ersten Platz. Was heißt denn Platz? Oder ich beschieße als erstes. Das heißt, ich schieße. Ich schieße einmal auf den Piet, nehme ich hier runter, treffe ihn. Du darfst dir mal so einen Schadenstoken nehmen. Wie viel darf ich haben?
Bei drei Treffern ist es vorbei. Dann, Pete, bist du dran. Du darfst schießen. Ich schieße in alle vier Richtungen. Du triffst mich also auch. Ich treffe dich. Ich wiederum habe ja ein Schild. Das heißt, ich kann jetzt diesen Schaden auf mein Schild legen. Damit wenn ich, wenn ich, genau, wenn ich das mit Schaden besetzt habe, dann kann ich es nicht ablegen. Aber ich könnte es reparieren. Aber ich packe es trotzdem mal aufs Schild hier. Zack, hallo, hallo, hallo. So. Jetzt liegt da der Schaden auf dem Schild. Und wir gucken mal gleich. Ich habe eine blaue 1. Der Pete hat eine blaue 2. Das heißt, ich darf mich bewegen. Und diesmal wird der Pete mich wahrscheinlich runterschubsen, oder? Pete, du bewegst dich. Ich habe kurz überlegt, ob ich es tue oder wohin ich gehe. Ich habe mich halt entschieden mit der 2, die hier liegt. Ach so, du gehst ja nach vorne. Ich gehe nach vorne und laufe halt 1, 2 auf diesen. Dann, das war nicht so schlau von dem Holz. Weiß ich nicht. Wir haben. Unentschieden. Das ist nett von dir gewesen. Wir haben jetzt also jeder einen Siegpunkt bekommen. Das ist jetzt wie beim Tennis. Muss ich jetzt mit Vorsprung gewinnen? Jetzt heißt es also wieder Runde vorbei. Ihr seht schon, das geht relativ zügig. Wenn man hier nicht noch irgendwie mit der Technik agieren müsste, dann wird es sogar noch besser. Und hier zweiter Siegpunkt. 2-2. Peter hat auch 2-2. Und erinnert ihr euch noch, was wir euch gesagt haben? Bei 3 Siegpunkten ist Schluss. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, ich habe dich schon mal kaputt gemacht. Ah, hab ich jetzt gewonnen? Dann, Pete. Nee, du bist die 1. Ich bin die 1. Du hast, alles klar. Du hast dein Schicksal in der Hand. Ah, jetzt geht's um die Wurst. Eine 1! Mein Gott, wir sind ja hier, wir spielen hier gefühlt nur auf zwei Feldern. Aber ey, ich dreh dich mal hier, dass du so ein bisschen gierig wirkst. Der Siegpunkt ist wieder am Stissel. Ich überlege jetzt noch, ob ich mich ausrüste. Nochmal, das musst du aber mir dann sagen. Aber dann wäre mein Schockding. Ja doch, ich rüste mich aus. Und zwar, ach nein, geht ja gar nicht. Und zwar, warum geht denn das nicht? Ich zeige euch das nochmal. Warum noch? Du kannst doch das Schild auf die andere Seite legen. Darf man das umrüsten? Ja, klar. Sagen wir das mal. Okay, ja. Das wissen wir jetzt nicht genau, aber ich will euch das nochmal kurz auf der Karte zeigen. Hier seht ihr so eine Leiterbahn, ne? Die und hier oben gelb und auf der anderen Seite rot und gelb. Und das korrespondiert oder lässt sich so zusammenbauen mit der Karte. Ja? Weil das heißt ja, dass du von jedem eins haben darfst. Ja. Also ich mache jetzt mal kurze Umbauaktion, weil das Schild darf ich nicht ablegen, wenn ein Schaden ist. Ich lege das also mal hier rüber, ja, damit es gelb an gelb. Gelb passt quasi auf jede Seite und blau und rot passen immer nur auf eine Seite. Und jetzt darf ich mich auch diagonal bewegen, wenn ich eine 1 und 1 bis 3, ja, steht da 1 bis 3. Ja, dann, Pete, würde ich sagen, wir planen wieder, oder? Bist du bereit? Nee. 3, 2, 1 war's? Ja. Du hast deine Würfel noch gar nicht runter. 3, 2, 1, los geht's. Ja. Los geht's. Los geht's. Ach ja, was machen wir, was machen wir, was machen wir, was machen wir? Was machen wir? Gewinnen! Und ihr seht schon, wir sind vertieft. Wir sind vertieft. Oh, und jetzt ist das Schlimme. Nimmt man 1 oder nimmt man 2? Man weiß es nicht. Ich nehme die 2! Zack. Du nimmst die 2. Ich nehme die 2. Ich überlege gerade... Nee, es gibt keine Sanduhr in dem Spiel, jedenfalls nicht von Hause aus. Wäre mir aufgefallen, aber kann man vielleicht auch machen. Wenn jetzt einer ganz krass ausartet, könnte man vielleicht jetzt auch noch eine Sanduhr umdrehen. Blau ist immer vor Rot, ne? Ja, die Sache ist so, quasi kleinste Zahl. Also es geht erst um die Zahl und dann um die Farbe. Ach so, erst um die Zahl. Niedrigste Zahl, dann Blau vor Rot. Und dann, ich weiß gar nicht, haben wir das richtig? Also es gibt eigentlich nicht viele Regeln, aber im Eifer des Gefechts und auch bei der Schnelle des Spiels und bei der Art des Spiels ist es manchmal verzeihbar sicherlich. Aber ja, erst die Zahl. Ja, aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt, sage ich immer. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Lass mich kurz rechnen. Ja. Ja, ist schön. Alles schön. Ich nehme mal hier die 1 und lege die jetzt hier hin.
Pete hat sich die 1 geschnappt. Wir sehen schon, der Pete hat in seiner ersten, Programmierungsphase eine blaue 1 gesetzt. Ja. Und ich habe auch eine blaue 1 gesetzt. Und da ich nur Nummer 2 bin, ist Pete dran mit seiner einen Bewegungsaktion. Dann bewege ich mich mal. Und diese blaue 1 zeigt ja einen Schritt nach hinten. Ich nehme also Anlauf. Du nimmst Anlauf. Pete nimmt Anlauf und du willst dann jetzt hier da anstürmen, oder was? Wir wissen es noch nicht. Ich weiß ja nicht, was du treibst. Also, ich habe hier meine 1. Die geht... bin ich verwirrt? Ich habe schon wieder... Du bist verwirrt. Entschuldigung. Ich wollte 1 nach unten gehen. Ja. Wie, nach hier? Oder nee, nach hier gehen. Dann passt es aber trotzdem nicht. Ja, also gehen wir jetzt mal gedanklich, ich krieg's einfach nicht gebacken. Von schräg von der Seite. Also ich wollte hier 1 nach unten gehen, dann hätte der Würfel nach Adam Riese, hätte der hier liegen müssen, sehe ich das richtig? Ja, da, also. Verzeiht mir bitte. Dadurch hat er gewonnen, glaube ich. Pete, du bewegst, also du hast jetzt eine 4. Ja, und du? Und ich habe eine 1. Eine 1. Also gehst du zuerst. Also gehe ich zuerst. Soll ich das nochmal ganz kurz eruieren, ob wirklich Würfelzahl... Aber das müsste hier eigentlich auch noch... Er steht doch auf der Karte. Erst Nummer, ja, dann Farbe. Erst die Nummer, ja genau, das sehen wir auch hier nochmal. Nur nochmal sicher, klar, die mussten dem ja irgendwie eine Sache geben hier. Erst die Nummer, dann blau vor rot und dann... Also, ich schieße jetzt 1. Ich schieße jetzt 1 nach unten. Da passiert erstmal noch nicht, schießt quasi hier lang, das ist nicht so wild. Pete ist auf jeden Fall weit, weit weg. Ja. Und dann, was machst du jetzt noch? Ich bewege mich 4, ja, weil ich ja gedacht habe, du schubst mich vielleicht diagonal 2 hier, hättest du hier einfach runtergehen können und mich in die Grube schieben können. Ja. Deswegen die 1 eigentlich. 1, 2, 3, 4, ich laufe da mal hin. Du läufst da hin! Geil, und jetzt gucken wir mal, ich habe eine diagonale 1, die ich laufen will und der Pete schießt 1 und hier kommt dann wieder der Farbtiebreaker zustande. Blau kommt vor Rot und das bedeutet, outsmarted, dass ich dich hier wegschiebe. Ja, flup, leider. Zack. Und Pete... Du bist noch dran mit deinem Zug. Ja, ich schieße dann einfach aus der Arena raus. Du triffst dich oder irgendjemand anders. Ich treffe alles. Die Kamera. Ja, genau. Direkt rein. Ah, und was soll ich sagen? Freunde der analogen Unterhaltung, weil wir ja die kurze Variante jetzt hier nur angesetzt haben. Outsmarted. Das ist der letzte und dritte Siegpunkt. 2x2 hätte ich also laufen müssen. Verdammt. Ja. Und irgendwie hat es dann doch was mit Glück zu tun. Nein, aber nee, ist ja einfach. Ich habe halt kurz überlegt, ob ich 4-1 mache oder einfach 3-2. Ja. Aber... Ich habe gar nicht so viel nachgedacht, weil ich hier... Du wolltest da einfach hin. Ich wollte einfach hin. Schnell. Und es ist natürlich wirklich so, dass das Spielfeld hier so ist, dass hier eine Person sitzt, hier eine Person. Also man sollte das so schon schön neben sich platzieren. Ich hätte auch lieber Killer-Roboter gehabt, dann hätte ich noch ein paar abschießen. Ah, du wolltest jetzt gleich noch mit der künstlichen Intelligenz spielen. Ja, natürlich. Ja. Wenn ich hier, weil mein Schießeffekt schießt in alle 4 Richtungen. Bei einer Person auf dem Brett ist irgendwie so gefühlt... Ja, da kann man, deswegen gibt es ja sicherlich auch diesen Roboter, man kann schon festhalten und so würde ich das auch ersehen. Ich habe es davor auf der Messe auch schon mal anspielen können, da haben wir natürlich in Vollbesetzung, also zu viert gespielt und da entwickelt es, auch wenn es natürlich chaotischer wird, aber das ist ja gerade der Gag an der Sache. Also diese Spiele leben ja eigentlich davon, dass dieses, was passiert und gibt es denn vielleicht so geile Momente, dass du denn doch noch zur Seite geschubst wird, dann eigentlich völlig verpeilt schießt, aber dann doch noch einen triffst, weil der auch, also das sind eigentlich diese Momente, gerade auch bei diesem Spiel hier. Und ja, zu zweit ist es mehr taktisch. Ja, halt, ne? Ja. Also und ich sag auch 3 bis 4. Was mir halt gefällt, auch wenn du gegen 2 Roboter halt spielst, ist, dass sie ja im Team spielen. Das heißt, also die beiden spielen gegen die beiden Spieler und nur einer der Spieler kann also gewinnen. Und das klang halt auch schon lustig. Und die gewinnen halt, wenn sie zusammen so viele Siegpunkte haben. Auch wenn die KI natürlich berechenbarer ist als so ein Alex. Haben wir denn schon die anderen Robotskis nochmal gezeigt? Nee, haben wir noch nicht. Soll ich euch die nochmal ganz kurz zeigen? Wir haben hier so einen etwas dicklichen Typen auf einem. Ja, also hier
Pete auf den Einrad unten mit krassen Gatling-Gun-Arm. Und dann haben wir den Mann mit dem Sägeblattarm. Und unten sieht er so ein bisschen aus, als wenn er ein Dalek. Exterminate! auf jeden Fall ist da sicherlich was dabei. Und ich kann ja nur empfehlen, wenn man Miniaturen bemalen anfangen möchte, dann würde ich zum Beispiel mit diesem Spiel starten, vier Miniaturen und nicht sowas wie Edge of Dawnfall. Aber wenn du dann einen verhaust, dann ist halt doofer. Wenn du einen verhaust, meinst du? Ja. Verhauen im Sinne von, du bist nicht gut und vermalst dich oder machst du. Aber so ist es halt bei den Robotern, ja? Wenn die ab und zu mal ein bisschen Schaden kriegen. Die können ja auch ein bisschen rough aussehen. Das ist und war Volt. Achso, ich wollte gerade sagen, das war Regelstil. Aber genau. Ja, genau, also einfach mal einen netten Filmabend machen. Vielleicht doch noch einen Terminator gesuchtet davor. Ein bisschen Doctor Who und Real Steel. Und dann geht es in den Arena-Kampf. Also wirklich ein schönes für Spieler zwischendurch Spiel. Ich bin am Überlegen, wie das mit Nichtspielern ist, ob die Probleme mit diesem Programmiermechanismus, der ist ja eigentlich nicht komplex. Also ich denke, man kann es auch gut mit Nichtspielern spielen, die gehen denn vielleicht nicht so in die Köpfe der anderen oder sind vielleicht nicht strategisch, aber vielleicht spielen die aus dem Bauch auch einfach geil, weil, weiß ich nicht, wenn ich das jetzt mit irgendjemandem spiele, der den Spieler lesen kann wie ein Buch, ne, dann ist es ja egal. Aber wieso sind denn eigentlich nicht die... Was machst du denn jetzt schon? Ich zeig hier nochmal, was Piet hier macht. Ich bastel hier so ein bisschen. Ah, willst du nochmal kurz zeigen, die anderen Arenen? Genau. Ist hier. Da gibt es zum Beispiel keine Löcher, aber Wasser außenrum und das ist genauso wie Löcher. Also da kann man wirklich man quasi cool von der Plattform geschubst werden. Ist so ein bisschen, da muss ich jetzt mal gucken, die Legend of Korra Pro Bending. Das ist Pro auf der Pro Bending Arena. Genau. Und hier sieht man halt die Lightning-Wände und so. Ja, wenn man durch diese Barrieren durch möchte, dann kriegt man Schaden, wenn man hier auf diesen Elektrobrutzlern stehen bleibt. Schön. Dann kriegt man da Schaden. Und wollen wir der Vollständigkeit halber hier auch nochmal zack umdrehen. Und da seht ihr, gibt es Wände, Barrieren. Durch die kann man nicht durch und glaube ich auch nicht durchschießen. Nein, das ist... Du kannst nur dran vorbeischießen, das funktioniert. Da bin ich gerade ans Mikro gekommen, sorry. Und hier können wir euch dann vielleicht ja auch nochmal das Inlay zeigen. Ist ja eigentlich auch irgendwie ganz nett. Wir wissen aber nicht wie. Also, ja. Du hast es auseinander. Ich guck mal, ich glaube. Hier liegen die Türmchen drin. Ja, steht ihr das? Zwei, Entschuldigung. Okay. Zack. Mann, jetzt ist sogar nicht live Unboxing, sondern live. Live-Inboxing. Naja, ihr seht jedenfalls, hier kann man all die Sachen irgendwie unterbringen. Ist ja auch immer schön. Volt-Pete. Ja. Elektrisch waren wir drauf, sind wir immer noch. Ich bin immer noch so ein bisschen traurig. Du bist traurig, dass du schnell vorbei warst. Ich habe nicht mal einen Knochen bekommen. Du hast nicht mal einen Knochen bekommen. Was essen so Roboterhunde? Ganze Arme? Oder? Wir wissen es nicht genau. Ein bisschen Öl hätte ich auch genommen. Ja. Wir danken fürs Zugucken. Ja, ich hoffe, ihr habt einen Eindruck bekommen. Habt Bock drauf. Wir haben jetzt hier noch die englische Version, wie ihr vielleicht feststellen konntet. Ansonsten ist, man braucht gar nicht so viel. Es steht halt nur auf den Upgrade-Cards was drauf. Aber es sollte auch schon oder kommt dann demnächst jetzt dann auch die deutsche Version bald in den Handel, wenn es nicht vielleicht schon passiert ist. Schaut da einfach euch mal um, wenn ihr darauf Bock habt. Auf jeden Fall so ein schnelles, kleines Ich-Haul. Oder hau drauf, Spiel, ja, Programmierding, wer Bock auf Roboterkampf hat. Das ist wie Roborally auf einem Brett. Ich dachte Roborally auf Steroide oder so, aber ja, okay. In diesem Sinne, schaut wieder ein, wenn es was Neues bei Hunter und Kron gibt und oder bei uns auch in diesem Sinne. Bis dahin, tschüss. Ciao.